Musikalisch ist das natürlich alles total interessant, weil es ist auch nur Abwasch. Aber es ist originell oft und origineller im Allgemeinen sogar als die Vorbilder, von denen weil es ist oft so dämlich und so niedlich, was sie da machen. Das ist lustig. Das Schöne ist ja irgendwie, also wenn ich so Schlagermusik höre, den glaube ich ja kein Wort, ne? Also ich glaube es nicht, wenn irgendwie Chris Roberts singt so, ich weiß nicht, was er immer so singt, oder Roy Black oder so. Aber wenn du das singst, komischerweise glaube ich dir das dann. Ich muss drüber lachen, aber merkwürdigerweise glaube ich es trotzdem. Woran liegt das? Weil, das ist, ich weiß auch nicht genau, also... Ist das ein ehrlicher Mensch? Ich meine, es ist ja natürlich auch alles irgendwo wahr. Also wenn ich singe, was kostet Liebe? Und die Mädchen sagen, Liebe kann man sie nicht kaufen. Und ich sage, wie teuer ist Glück? Und die sagen, das gibt es nicht viel Geld. Dann stimmt das ja auch. Und das meine ich auch so. Deinem Adelstitel King, der Prinz Küt, der King. Der alten Legende nach, es gibt mittlerweile zwei Legenden, der alten Legende nach hat diesen Titel mir Sammy Davis Jr. in einer seiner abendfüllenden Shows in Las Vegas verliehen. Mhm. Das stimmt aber nicht. Ich gebe jetzt auch offen zu, dass das gelogen ist. Ich habe mir diesen Titel selber verliehen. Das ist alles. Ach, damit kommst du so einfach durch hier, oder wie? Ja, also Also es klappt. Ich habe mich King genannt und es klappt. Alle Welt nennt mich mittlerweile King. Wieso kann man dir eigentlich nicht böse sein? Ich meine, das ist ja irgendwie merkwürdig, weil alle möglichen Leute fangen an, Independent und gehen zur Industrie zum Beispiel. Gutes Beispiel. Werden sie dafür gehasst von sehr vielen Leuten. Aber also ich habe Leute sagen hören, nö, also Rocco sind wir nicht böse, weil der braucht das Geld. Wieso sind sie dir nicht böse? Was meinst du? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich nicht sagen. Ich vielleicht in mir.
Grunde seid ihr ein, wie heißt es nochmal? Das habe ich doch gelesen. Eine Pop-Interessengemeinschaft oder sowas, ne? Ja. Ja? Doch. Im weitesten Sinne des Wortes, ja. Siehst du diese Menschen, die da vorne sitzen? Ja. Vielleicht kannst du mir die näher bekannt machen. Ja. Komm. Dort vorne. Guten Tag. Tag. John Hardy. Meines Namens. Reverend CHD, Organist. Setz dich doch. Danke. Eine Pop-Interessengemeinschaft, wer ist denn der Anführer oder wie funktioniert denn so eine Pop-Interessengemeinschaft? Die funktioniert so, dass jeder sich bestmöglich einbringt und wir einen gemeinsamen Nenner, von dem wir wissen. Und hier gibt halt das, was er hat. Du hast gesagt, womit? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist irgendwie ein derartiger. Also ihr habt, ihr ja. seid eine ziemlich, eine Band, die sich sehr gut versteht. Ihr habt immer dieselben Interessen. Bei uns gibt es eigentlich gibt es so eine besprochene Parteienpflicht bei uns, ne? Ah ja. Aber die wird nie durchgehalten. Mhm. Also ich hab, wir sind alle instruiert gewesen vorher, gebrieft, wie man sagt. Aber das, er ist totaler Nonkonformist und ist ein totaler Individualist auch. Und er versteht auch nicht, was wir so meinen und was wir wollen und so. Er weiß es einfach nicht, deswegen redet er einfach. Der kommt auch aus einem kulturellen und sozial ganz anderen Umfeld als wir. Der kommt mehr so. Wo kommst du denn her? Anna oder so, glaube ich. Ich bin reich, aufgewachsen und habe natürlich eine gewisse Bildung mitgekriegt und halt, also auch. Wie heißt denn das aus mit denen? Sagen wir mal so, ich kann mit Messer und Gabel essen. Und das gibt natürlich dann irgendwie immer ganz natürliche Widerstände zwischen uns dreien. So, wenn die beiden das so sehen und auch fühlen. Vor allem, die fühlen es natürlich und das natürlich. Macht ihr eigentlich Musik nur für Mädchen? Nee, für Geld. Ist das nicht manchmal dasselbe? Nee, also ist schon richtig, eigentlich. Ich meine, ich fand, was ich ja wirklich klasse fand, war, ich hasse ja eigentlich Roland Kaiser, ne? Aber der Titel seiner letzten LP war nun wirklich bezeichnend, ne? Die letzte LP hieß nämlich Frauen. Ja. Und also da lehnen wir uns jetzt an, irgendwie. Brothers in Mind. Nein, das ist schon ein schlechter Mensch. Wir nicht. Wie werdet ihr denn mit lästigen Verehrerinnen fertig? Ich meine, wie verhaltet ihr euch in so einem Fall? Da musst du ihn fragen. Du scheinst mir da prädestiniert zu sein. Ja, no comment, also nicht im Fernsehen. Also ich will nur noch mal auf meine Erziehung hinweisen und dass ich da also an dieser Stelle nichts zu sagen möchte einfach. Also wir sind ja irgendwie so ein bisschen die deutschen ganzen Roses eigentlich. Bloß, dass wir halt nicht aus der Arbeiterklasse sind. Wir kommen halt aus dem, auch nicht aus dem Bildungsbürger. Wir sind halt irgendwie so aus reichen Familienhäuser alle. Also, nein, seine, ich bin also ja, aber ich auch. Du hast Lehrer als Eltern, nee, ich weiß. Meine nicht. Sind viel reicher als eure. Zusammen. Ich schmeiß ihn jetzt raus, ja. Okay. Ich nehme mein Geld. Nee, du kriegst kein Geld mehr. Ich hab 2 Mark. Also wirklich grässliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich bin entsetzt, ich bin wirklich total entsetzt. Das Einzige, was ich retten kann, ist, wenn, ja, wenn wir jetzt zu den Schallplatten gehen. Machen wir jetzt mal, ne? Okay. Ich will Liebe, starke Liebe. Allein zu Hause im Bett und meine Arme sind zu lang. Ich möchte heulen, ich weiß nicht, was ich tun kann. An meinen Füßen wächst ein sonderbares Zeug. Es schmeckt mir nicht, ich hab's probiert. Mein Gott, wie komisch, ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Ich will Liebe, starke Liebe, Liebe mit Liebe für mich. Das ist die einzige Hand, ich will Liebe.
Menschen, die sind schon wild. Blutschande durch Samenspinnen. Die sind ja so fremd und wild und sonderbar und... Ach, irre. Christian, das Heft mitgebracht? Ja. Wir können das auch von vorne nochmal zeigen. Irgendwie. Da steht das Magazin der Lebensfreude. Nicht, dass das jetzt hier frauenfeindlich ist, ne? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. So. Ich finde das nicht nett von euch, dass ihr sowas hier zum Beispiel macht, ne? Susanne und die Betthüpfer. Ich meine, meine Vergangenheit, meine ganze Vergangenheit. Ist es nicht, also, ist es nicht unglaublich? Obwohl, das bist ja eindeutig nicht du eigentlich, oder? Aber du erinnerst mich an sie. Wie wirst du damit fertig? Das ist verdammt hart, ja. Oh, da waren sie ja noch jung, die Smoky. Mhm. Ich habe auch gestern eine Smoky-Single gesehen. Ist auch egal. Lass mal gucken, was wir hier noch so finden. Ja, wir können die mal hier reinstecken. Und dann können wir die ganze Zeit. Und jetzt, also, das wird jetzt rausgeschnitten. Das wird jetzt so rausgeschnitten. Ja, super. Ey, ich will sie finden. Super. Ja, okay, ich steck sie raus. Ey, die Platte kenne ich. Das bist doch du. Ja. Wie du da guckst. Und das bist doch du. Ja, das bin ich. Unsere neue Single. Ta-ta-ta-ta. Lass sie mal darüber gehen. Was hältst du von, ich reiße alle Mauern ein, Leinwand? Das Komische daran ist, dass das unser Produzent, unser Ex-Produzent war. Der hat die Single produziert, unsere Single. Das ist Ulf Krüger. Das ist Ulf Krüger, der hat die Ich will Liebe produziert. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Aber das ist jetzt wirklich das Zufall. Das gibt's ja gar nicht, das war ey. Keine Absicht. Echt, das ist ja irre. Das war kein Zufall. Ulf Krüger ist doch der mit diesem Dr. No, oder? Ja, genau. Ja, den kenn ich auch. Mhm. Genau. Ist ja Wahnsinn. Das hat der mal ausgesehen. Ich wusste das auch selber nicht. So outfitmäßig kann man ja auch den Zusammenhang erkennen. So ja, also die sehen schon so, in die Richtung wollen wir gehen eigentlich. Mhm. Wenn wir Vollbart hätten, dann würde das schon, weil unsere Platte heißt ja auch Jeans und Elektronik und das vertreten auch diese jungen Leute, zu diesem Zeitpunkt auch jung gewesenen Leute, wie man sieht. Sag mal, du hast irgendwie früher was mit den goldenen Zitronen zu tun gehabt, oder? Ja.
Wir haben, die Zitronen sind getourt und ich bin immer mitgetourt. Ich bin auch schon mal bei den Zitronen mitgetourt. Ja, das sind Freunde von mir. Ist ja auch die beste Hamburger Band eigentlich. Vielen Dank an die fantastischen Kaja Gugu. Als nächstes in der Sendung Spot an für die goldenen Zitronen und ihr Humpty Dumpty. Ihr kennt alle dieses dicke Buch, in dem geschrieben steht: In 6 Tagen nur erschuf der Herr ein neues Leben, einen neuen Planet. Und wenn am 7. Tag die Sonne schien, hat man ihn selten nur gesehen, weil er und alle seine Engel zum Humpty Dumpty hin rübergehen und sich drehen. Du bist jetzt wie alt? Das fragt man nicht. Doch, in dem Alter darf man nicht. 11.11.64. 11.11.64. Ja, wir sind jetzt also an einem fortgeschrittenen Punkt des Interviews angelangt. Susanne, Mode. Zum Thema Mode. Vorlieb? Also Skorpione lieben Rot und Schwarz. Habe ich jetzt gelesen in der Zeitschrift. Konkret Designer? Ich habe mir früher immer meine Sachen selber genäht, aber jetzt... Trini Trimpop? Trini Trimpop ist der bestangezogene Mann Deutschlands, also... Ja. Ich meine, Rocco, deine Krawatte ist echt nicht schlecht, aber Trini ist irgendwie einfach... Naja, also der... Das ist eben was anderes, ja. Weißt du? Gut, weiter. Öffentlich-rechtliche. Ruckzuck Werner? Ruckzuck Werner ist eine ziemlich heiße Hacke. Stimmt das mit dem Verhältnis? Das sage ich nicht. Wir wollen es aber wissen, jetzt und hier. Aber ich muss ja nicht immer alles sagen, was ihr wissen wollt, oder? Ja, also damit hast du alles gesagt. Ja, genau. Richtig. Dann gibt es da irgendwie gewisse Geschichten über dich, die man so im Hintergrund immer hört. Also, Werner. Das ist jetzt nicht wahr, Sibylle. Ich hätte noch eine Frage an Susanne, wenn ich die stellen dürfte. Bitte? Ich habe mal eine Sendung mit dir gesehen, da wollte ich dich nochmal fragen, ob du den Aufsitz aufgehast. Du meinst, ich hätte irgendwie Susanne? Ja. Ja, das stimmt. Susanne, ich sage einfach Susanne zu dir, weil wir kennen uns schon ein bisschen länger, müssen Sie wissen. Und ich wollte dir schon lange immer mal eine Frage stellen, Susanne. Wie schaffst du es, deinen Pony so kurz zu schneiden? Wenn ich die Stirn runzle, sieht das schon gleich viel länger aus. Und das ist, ich meine, das ist dann für die modisch interessierten Zuschauer vielleicht auch irgendwie dann besser, ne? Genau, das Gefälle ist gewollt, ne? Ich kann nicht immer die Stirn runzeln, ne? Nee.
Natürlich nicht. L-O-V-E, love. Love will keep us together. Make me by whenever. Sex, Musik und Prügeleien. Wie ist es denn so mit Sex, Musik und Prügeleien? Ich meine, die aus der Prügeleien kann ich das ja irgendwie nachvollziehen. Im Prinzip. Ja, im Prinzip. Prügeleien sind natürlich einfach nur die zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, die man halt irgendwie so hat über den Tag. Mhm. Moment, ich habe meine Handtasche nicht dabei. Wie bitte? Und Sexmusik, und ja, was denn, na, konkret zu dem Thema? Ich meine, dreht sich wirklich euer ganzes Leben um Sex, Musik und Prügeleien? Ich meine, das ist ja eine Frage, ne? Ich finde, das ist eigentlich komm, doch auf den Nenner gebracht, oder nicht? Findest du nicht? Das ist... So ärmlich leben wir. Naja. Wir sind natürlich psychisch total arm. Ich lebe so. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wieso Drogen kommt... Doch, Drogen kommt auch drin vor. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, nein, das ist natürlich nur mal wieder ein... Intellekt. Ja, übrigens, Hasen, wichtiges Tier bei uns in der Band. Ja. Wieso? Wegen Hasensaft. Wegen Hasensaft, weil Hasensaft sind die ersten körperexternen Psychedelia, die man zu sich nehmen kann. Drogen, die dem Körper keinen Schaden zufügen, aber bei denen man letztendlich die gleichen Wirkungen, Halluzinationen, also ganz irre Abgänge hatte irgendwie. Gibt also sehr trendy, genau, also totaler Zeitgeist, weil heutzutage alle Leute Sport und sportiv und nicht mehr rauchen, nicht mehr trinken. Mhm. Ist genau das Ding. Viel auf Hasensaft, ja. In Hamburg. Und wir bringen jetzt also Hasensaft, irgendwie ist das neue Ding, das bringen wir jetzt so ein bisschen in Mode. Das ist eine interessante Sache. Und wir werden das, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, das hier vorzustellen vor der Kamera, würden wir es machen. Aber ja, jetzt April beginnen, werden wir also auch bestimmt den Leuten den Hasensaft ins Land bringen. Was an deutschen Bands Das ist zum Beispiel eine sehr interessante Frage. Das finde ich auch interessant. Weil es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Bands und es gibt sehr, sehr viele. Nee, viele. Also für mich gibt es eine ganze Menge. Also ob es nun irgendwie Family Five ist. Gut, ja. Family Five, Goldene Zitronen. Goldene Zitronen, Hans Platzgummer, Süff, Helge Schneider. Rausch. Auch gut. Helge Schneider, Rausch. Es gibt jede Menge. Also ich kann vor allen Dingen auch super viel interessieren. Rio Reiser. Aber irgendwie die Neubauten finde ich auch gut eigentlich. Echt? Ja, doch. Ja, finde ich auch okay. Kann man so durchgehen lassen. Ja, also die tun mir immer ein bisschen leid, weil die immer so rumkloppen müssen auf vorhin, so Schrott auf der Bühne. Vor allem hat mir neulich einer gesagt, das ist doch so eine NDW-Band. Das sind doch die Jungs von der Krachmacherstraße. Das gab's auch mal im Fernsehen. Wirkliches großes Manko in der deutschen Musikszene und Musiklandschaft. Grundsätzlich ist meiner Ansicht nach, dass die Bands alle unsäglich schlecht grundsätzlich angezogen sind und alle nach nichts aussehen. Also ich meine... Außer wir. Mir fällt sonst niemand ein. Mir fällt echt keine einzige deutsche die Band ein, die... Sind auch immer ja, okay, die Zitronen. Okay, die Zitronen. Moment mal, aber das ist irgendwie ich so finde, Rausch spezifisch ist auch immer jetzt. Gut ja, die stimmt, aber ich... Aber irgendwie ein bisschen blöd, manchmal so. Im Sinne von wirklich gut angezogen, weißt du, verstehst du? Nicht einfach nur ein Gimmick oder ein Gag, sondern einfach gut gekleidet. Ne? Das ist irgendwie eine Sache, die hier total wegfällt. Die, also, wenn man mal diese ganze Soul-Arie aus Amerika sich anguckt, das sind grundsätzlich Leute, die alle gut gekleidet sind. Ihr deutsches Prinzip ist eigentlich bunte Krawatte um, haha, was sind wir lustig. Ja, Funpunk. Genau. Um aufs Thema zurückzukommen. Ja. Aber ich kann auf dieser, entschuldige, aber ich kann auf dieser Platte nicht ein einziges Funpunk-Stück entdecken. Das ist wahr. Ich auch nicht. Also ich wirklich nicht, ne? Ich tue mich da schwer, muss ich sagen. Aber die Roots, da kann man gut. Wir erkennen. Haben ihn extra in die Gruppe genommen, um so ein bisschen noch den Eindruck zu erwecken. Ja, ja. Hat nicht geklappt. Der hat ja früher bei Bunter Müll gespielt. Captain Spaß und sein Bunter Müll ist seine Gruppe früher. Was ich da noch sagen wollte, was wollte ich denn? Ach ja, wenn ich euch sagen würde, in ungefähr, wo habe ich die an? Also ungefähr in einer Stunde so mal locker an meinen Daumen gepeilt, käme Frank Z von Abwärts. Ja, prima. Wie würde jetzt. Toll.
Also, weiter. Klasse, dann bleiben wir noch. Ja, dann bleiben wir noch eine Stunde. Nee, weiter. So, ich mach weiter. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, wie ihr abwärts findet. Super! Stop! I'm thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. Gefühl, prickelnd neu und doch vertraut. Chris, erfrischende 6% und exotische Früchte. Das ist Chris. Aufregend, anregend, unvergleichlich. Ein karibischer Traum. Und hier ist die Audiokassette für Sie, die neue JP2 als Fuji Tele 5er Audiopack. Jetzt überall bei Hertie und Wertheim. I want to watch the news. Ja, ja, ich weiß, wir sind hier in einer deutschen Sendung, also da sind hauptsächlich deutsche Künstler drin. Aber ich weiß auch, es gehört wirklich nicht hierher. Trotzdem, wir haben einen neuen Clip von den 24/7 Spies und ja, ich kann nicht anders, ne? Hier ist Grandma Dynamite. And now as for your entertainment, accordion, of course, stylings, no doubt, Vinnie Gamboni on the accordioni. And now from the neighborhood, your local favorites, you've never seen anything like it before. The name is 24/7 Spies. Don't forget it. We'll be right back.
eigentlich hier rum? Glaubst du vielleicht, das finde ich gut? Du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön? Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir auf die Nerven gehst, leb ich neben dir und fühle gar nichts mehr in mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, es bringt mich um. Aber komm raus, es kommt raus, nur der Raum hat keine Tür. Aus aus diesem Haus, wir sind ohne keine Tür. Also es erstaunt mich ja immer wieder zu sehen, wie wenig Hamburger diesen Laden kennen. Du ja offensichtlich auch nicht, oder? Dabei bist du doch von hier, oder? Ja, wie ich eben schon sagte, ich bin hier schon 100 Mal vorbeigelaufen, aber noch nie drin gewesen. Vollkommen unglaublich, das Teil. Es gibt immer wieder schöne kleine Sachen hier zu entdecken in dieser Stadt. Zum Beispiel das hier ist Frank Z. von Abwärts. Wir haben gerade Alkohol gesehen. Frank, Abwärts war ja früher so Anfang der 80er für Hamburg das, was die Fehlfarben für Düsseldorf waren, würde ich so sehen. Und man sagte von Abwärts, sie sind die erste deutsche Punkband gewesen, die wirklich spielen konnte. Hast du dir diese Haltung bewahrt? Hast du so ein Herz aus Punk? Gott, ich meine, gut, ich meine, ist jetzt irgendwie auch 10 Jahre später und Zeiten haben sich verändert, aber so die Ursprünge waren ja an sich die, dass man mal angefangen hat, so abseits von der normalen Schiene, Plattenfirma produziert Band und bringt eine Platte raus. Es ist halt von aus einer ganz anderen Ecke Musik gekommen. Und das hat sich dann plötzlich auch irgendwie verkauft. So. Mhm. Von daher, ich meine, es hat sich natürlich schon einiges geändert. Also heute arbeiten wir auch wieder mit einer großen Plattenfirma zusammen, hatten wir auch schon mal die Abteilung. Und aber ansonsten, ich meine, so die wesentlich ist ja bei der Musik immer, was dann auf der Platte drauf ist. So. Mhm. Und von daher sehe ich schon, dass da irgendwie noch so, dass man hört, woher wir kommen. Also, dass wir früher keine Folklore gespielt haben, das hört man schon auch raus. So. Ja, stimmt, auf ein paar Stücken auf der neuen Platte auch. Nee, aber ich meinte jetzt eigentlich mehr so diese generelle Haltung. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, einmal Punk, immer Punk. Das ist ja auch mit einer Haltung. Das ist eine gewisse Anti-Haltung gegenüber Dingen, was ihr demonstriert für mich zum Beispiel mit diesem Logo, was ihr habt. Mhm. Das ist schon so. Ja Gott, ich meine, also diese Punk-Geschichte ist ja erstmal sie überstrapaziert, zwar ist da auch nicht mehr so viel, gibt es da auch nicht mehr so, also wenn heute so eine typische Punk-Band auftritt, ist da dann halt irgendwie so ein Relikt von vor mit den Sachen, die wir machen, irgendwie ein bisschen mehr so an der Zeit sind. Also auch, ich sehe eher so Sachen, also die Haltung ist okay, aber so was die Musik einmal betrifft, da gibt es halt irgendwie auch so ein, das ist auch so ein Schmelztiegel, da kommen ja auch so Metal-Einflüsse rein und diese ganzen. Ich würde nur wirklich nicht behaupten, dass das, was wir machen, irgendwie immer noch gerade in der Punkrock ist. Oder das ist nur mit Sicherheit nicht. Man hat, also ich glaube, ihr habt auf jeden Fall damals ziemlich viele Kommentare zur Zeit abgegeben. Und Zeit ist ja auch so ein Thema, was ihr habt auf der Platte, auch in dem Video, die Zeit. Zeit, Geist. Und ich glaube, das Zeitvergehen, das macht man ja nicht nur daran fest, dass sich die Zeiger von der Uhr weiterdrehen, sondern an ganz anderen Dingen. Woran siehst du denn für deine Musik, dass die Zeit vergangen ist? Ja, das ist ja im Grunde genommen das, bei dem Stück oder auch in dem Text gerade an sich so ein substanziell ziemlich ist, dass im Grunde genommen, außer dass man auf den Kalender guckt und sagt, also ach so, heute haben wir jetzt 1990, dieser Effekt, dass ich habe immer das Gefühl, es dreht sich im Kreis. Das ist es eben, ne? Das ist ja auch in dem Text so drin. Ich sehe eigentlich keine wesentlichen Unterschiede. Außer dass, weiß ich nicht, hier vorne die Elbe noch ein bisschen dreckiger ist und das ist alles noch ein bisschen beschissener ist, als so ansonsten. Die neue Platte ist irgendwie ernsthafter als die davor. Ich meine, ihr habt immer schon sehr ernsthafte, ziemlich engagierte Texte gemacht. Also
ja doch Texte, die ziemlich viel kritisiert haben, die ziemlich anti waren und so. Und trotzdem immer so ein bisschen Zynismus, ein kleines bisschen Spott drin gehabt. Mhm. Die neue Platte finde ich viel ernsthafter, findest du nicht? Ja, schon, das macht sein. Also ich meine, also zum Beispiel auf der letzten EP hatten wir ja noch so Nummern drauf, wo wir auf Englisch irgendwas gemacht haben. Und ich habe mir halt gesagt, also diese ganze Entwicklung in der, auch gerade so in der deutschsprachigen Popmusik, teilweise derartig katastrophal, da man natürlich auch mal so dem irgendwas entgegensetzen muss. Das heißt, erstmal musst du konsequent so ein Konzept dann auch haben, dass du sagst, gut, also dann machst du wirklich nur noch deutsche Texte. Und dann musst du dich natürlich auch so radikal abgrenzen zu dem, was ansonsten auf dem Markt ist. Also ich sehe das jedenfalls so. Man könnte ja noch was ganz anderes machen. Es gibt halt irgendwie Musik geht von 0 bis 100 und du kannst irgendwie, weiß nicht, irgendwie eine Scheiße wie Dieter Bohlen fabrizieren und das verkauft sich dann irgendwie auch leider Millionen. So, und von daher... was heißt ernsthafter? Ja klar, also ich meine, also so einen gewissen ernsthaften Anspruch hatte ich an die Texte an sich schon immer, auch an das, das drückt sich auch über die Musik aus. Es ist dann so eine Mischung, dass man so aus dieser ganzen Ernsthaftigkeit, man kann ja irgendwie sagen, oh Gott, ist alles so furchtbar und grausam, so, auch noch so einen gewissen Witz da reinbringt. Der sieht dann, der fällt dann meistens so ein bisschen sarkastisch halt aus, ne? So, ich meine. Du machst ja ziemlich interpretationsfreie Texte, würde ich sagen. Also ich käme nicht auf die Idee, dich zu fragen, wie meinst du das jetzt? Ja, ne? Und irgendwie die meisten Bands, die ich heutzutage interviewe, wenn ich die irgendwie frage, wie meinst du das, dann sagen sie immer alle, das möchte ich nicht erklären, weil das soll für sich selber sprechen und wir wollen nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben. Du, ich meine, du drückst dich nicht drum rum. Du sagst es ganz einfach so, wie du es wahrscheinlich denkst. Aber das macht dich doch auch an. Oder? Das ist schon richtig, aber das ist ja der Grund, warum, was du eben gerade sagtest, die meisten Bands sagen dann eben, ja, möchte ich nicht erklären, weil es gibt ja auch gar nichts zu erklären. Das ist dann eben einfach so ein wenn ich einen komplett schwachsinnigen Text mache und das ist ja dann auch noch meistens auf Englisch, weil auf Deutsch kann man das gar nicht ausdrücken, es ist dann eben so, was soll man dabei. Oder es ist eben halt so die Psychedelic-Abteilung, irgendwie so Drogenerlebnisse oder sowas. Und klar, wenn man irgendwo eine, das ist ja immer so, wenn man Stellung bezieht zu bestimmten Themen und sagt so, ich finde das so und so ist es irgendwie, das ist eine eindeutige Stellungnahme, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, oh ja, das finde ich auch. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die denken, das finde ich aber vollkommen scheiße, komplett scheiße. Ich hätte schon die halbe Nacht und hab mir dadurch mitgemacht. Um dir endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Doch Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick. Gib mir doch endlich wieder Mut und alles würde wieder gut. Ja, komm raus aus dem Haus, wir haben keine Tür. Bist du einer von denen, die sagen, naja, es gibt jetzt Leute, die lamentieren ab und zu rum und sagen, ah, früher war sowieso alles besser und damals Punkrock und jetzt noch Disco, Hip-Hop und was weiß ich. Oder bist du so jemand, der sagt, keine Nostalgie, irgendwie, es geht nach vorne? Was heißt, es geht nach vorne? Also, wie gesagt, inwieweit überhaupt irgendwas nach vorne geht, so in das Leben beziehen, das weiß ich nicht. Aber in der Musik, diese Abteilung vollkommen schwachsinnig und vollkommen stumpfsinnig, die hat es in den 70er Jahren gegeben, in den 80er Jahren, die wird es auch in den 90er Jahren geben. Das hat dann halt irgendwie teilweise andere Etiketten, die da dran kleben. Und das klingt alles ein bisschen aber so, aber das wird immer, und es hat auch immer Geschichten gegeben, die inhaltlich sich davon, also früher nannte man das dann progressive Musik, so. Das Wort kennt man ja gar nicht mehr, so. Das ist die einzige Nostalgie, die mir dann noch so einfällt, so. Progressive Musik. Was ist denn heutzutage progressive Musik? Also ja, das, was wir zum Beispiel machen, denke ich so. Hast du eigentlich Marc Schwung, der jetzt bei Neubauten Bassist ist, und Mufti waren ja früher in der festen Besetzung von Abwärts dabei, ganz früher, ne? Ja. Und die sind dann irgendwann weg und Mufti ist jetzt wieder und spielt Schlagzeug. Hast du dich eigentlich damals, als die weggegangen sind, irgendwie alleine gelassen gefühlt oder wie war das überhaupt? Naja, Gott, das war eine Trennung, die also so auf beider Seite, weil wir haben die Band praktisch dann 2-3 Jahre auch so mehr oder weniger ad acta passiert. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, lass mal wieder probieren und so. Und dann mit Mufti bin ich sowieso immer,
waren immer befreundet und hat sich das überhaupt von alleine ergeben nachher. Und es war, also wir haben auch nie einen großen Streit gehabt. Es gab einfach nicht, auch, es gibt dann auch so Zeiten, wir sind eben nicht, es ist nicht eine Band, wo jetzt, jetzt jedes Jahr irgendjemand dahinter steht, wir müssen jetzt wieder eine neue Platte machen oder so. Also so plattenfirmenmäßig. So war das halt nie, ja. Fertig. Das war die Offbeat aus Harrys Hafen Bazaar, aus der größten Rumpelkammer Deutschlands. Und bevor ich es vergesse, ihr könnt Platten gewinnen von Rocco Schamoni, die neue LP, wenn ihr mir schreibt an die Offbeat. Und warum das hier so zieht, das hat folgenden Grund. Ich stehe nämlich hier gerade vor den Häusern von der Hafenstraße, denn hier ist Harrys Hafen Bazaar und da ist die Elbe und da kommt eben der Wind von der Nordsee her.
Ja, da oben in diesem einen Haus, glaube ich, hat man ja jetzt auch endlich das Zimmer für Boris Becker reserviert. Denn der hat sich ja neulich ja auch solidarisiert. Wie dem auch sei, in der nächsten Woche in der Offbeat bin ich in Frankreich. Und dann werdet ihr Lush, The Pale Saints und The Wolfgang Press sehen. Und außerdem eine Ausstellung von Vaughn Oliver. Bis dann. Tschüss. Lange Zeit ist das schon her, da war die Panik groß. Doch jetzt ist alles ruhig hier, ihr glaubt, ihr seid ihn los. Doch gestern Nacht ist es passiert, der Sturm fegt um das Haus. Schatten huschen durch die Nacht und seitdem kommst du dich nicht mehr aus. Der Bucklige schlägt wieder zu und keiner hat's gesehen. Kaum hast du die Augen zu, wirst du ihn wiedersehen. Auf dem Schulweg siehst du ihn, du rennst so schnell du kannst. Bloß weit weg, egal wohin, denn du hast große Angst. Du hoffst, du hast ihn abgehängt, doch da steht er vor dir. Das Gummibein in seiner Hand, ich bin doch wach, was willst du denn von mir? Der Bucklige schlägt wieder zu und keiner hat's gesehen. Kaum machst du die Augen zu, kannst du ihn nicht mehr sehen. Der Bucklige schlägt wieder zu und keiner hat's gesehen. Er findet dich an jedem Ort und du musst mit ihm gehen. Auf dem Südfriedhof, da fand man ihren Kopf. Die Ohren waren abgekaut, zerfetzt war auch ihr Zopf. Die Polizei fand keine Spur, nur ein kariertes Hemd. Das Mädchen war doch noch so jung und in dieser Gegend war sie fremd. Der Bucklige schlägt wieder zu, das Grauen kehrt zurück. Wirst nie mehr deine Freunde sehen, denn du hattest kein Glück. Schlägt wieder zu, der Albtraum ist real. Ihr habt keine Chance mehr, er bringt euch Schmerz und Qual. Der Bucklige schlägt wieder zu, ihr seid in größter Not. Bleibt bloß ruhig, habt keine Angst, dann seid ihr alle tot. Der Bucklige schlägt wieder zu, der Albtraum ist real. Ihr habt keine Chance mehr, er tötet mich zum letzten Mal. Ladies and gentlemen, I'm so happy to introduce you a real fantastic, almost orchestral band. Between you and me, this band is the hottest stuff I ever have seen. You know what I mean? But let's talk about the members of this promising band. They are Catholic, alcoholic, sexist, all in all, so really great. The name of the band is Sovietsko Foto. No. It's not a Russian band, it's a band from Germany. Now come with me and let us see them in the dressing room. Hi guys, are you ready? Let's go! Yeah.
book of love, history of the undocking.